Moin, herzlich willkommen Leute. Schaut mal aufs Handy. 23.54 Uhr, 28.02. Ich denke mal, die meisten von euch wissen, was jetzt beginnt, und zwar die Saison. Und ich als Geisteskranker lasse es mir natürlich nicht nehmen, den Start jetzt gleich durchzuführen und eine Runde zu fahren. Wieso flackert das denn jetzt so? Nicht wundern, ich habe einen Schal an, denn es ist wirklich verdammt minus 2 Grad. Tja, ich würde mal sagen, ich mache jetzt einmal alles offen. Und dann sehen wir uns gleich im Fahrzeug wieder, wenn ich den ersten Start durchführe. Bis gleich, Leute. So, Leute, ihr wisst ja, Gang raus, Kupplung, Gas voll durch und erstmal pumpen. Und jetzt, let's go. Ist okay. Scheppert, Leute, ich fahre jetzt mal raus. So, da sind wir wieder. Ich war jetzt gerade tanken. Ich muss sagen, ey Leute, das ist fast unmöglich zu fahren. Wir haben es minus 4 Grad. Das ist schon ein bisschen tricky. Besonders, man muss sich ja jetzt auch erstmal an alles wieder gewöhnen. Ich habe zwar heute, also gestern Abend, bereits Ölkontrolle gemacht, Batterie natürlich wieder angeklemmt, die war ja am Ladegerät. Reifendruckkontrolle gemacht, beziehungsweise Reifendruck abgelassen auf 2,3 bar, 2,2, 2,3. Von 3,1 meine ich oder 3,0. Ja, aber diese Temperaturen und auch diese Uhrzeit und auch diese Jahreszeit, also ich war gerade aus dem Ort raus, da kam schon eine Rehfamilie über die Straße gehoppelt. Und zum Glück gehe ich es immer wirklich sehr piano an bei der ersten Fahrt. Also alles erstmal wieder geschmeidig eingrufen lassen. Also wirklich, Landstraße war ohnehin frei. Bei erlaubten 100 bin ich deutlich, deutlich langsamer gefahren. Im sechsten Gang einfach so vor sich hin rollen lassen. Beziehungsweise dann nochmal die Gänge ein bisschen durchgeschaltet. Fünften, vierten. Aber ich war trotzdem weit weg von den erlaubten 100 Kilometer pro Stunde, sondern wie gesagt immer niedriger. Das mache ich einfach ganz entspannt. Man muss sich auch erstmal wieder wirklich dran gewöhnen. Man kann es einfach genießen, endlich wieder die Fahrzeuge bewegen zu können, den Sound genießen, sich vertraut machen mit dem Fahrzeug. Ich muss sagen, es ist geil. Zwar blendet mich das Licht gerade ein bisschen, aber wenn ich das nicht anmachen würde, Leute, ihr würdet nichts sehen. Von daher muss ich damit jetzt leben. Ja. Ich mache das immer so, beim Einwintern ist der Tank meistens bei mir tatsächlich auf ein Viertel oder halb voll, aber nie drei Viertel oder voll. Denn ich mache dann immer die erste Fahrt so, ich suche mir eine Tankstelle, ich habe da so ein paar in der Umgebung, die dann wirklich auch so ein bisschen weiter weg sind, so ich sag mal 20 bis 40 Kilometer. Und da fahre ich dann einfach ganz entspannt hin, tank da voll und fahre dann ganz entspannt wieder zurück. Dann habe ich so ungefähr mit ein bisschen rumfahren, so 50 Kilometer. Das passt doch. Gestern hatten wir eigentlich perfektes Wetter zum Fahren. Also gestern war ein Träumchen. Ich hoffe echt, dass heute auch. Obwohl, heute habe ich keine Zeit zum Fahren. Heute muss ich mit dem Mach eh wieder ein paar Kilometer schrubben. Morgen hätte ich Zeit. Mal gucken, wie morgen das Wetter wird. Aber wie gesagt, gestern war perfekt. Strahlender Sonnenschein, 7 Grad. Träumchen. Aber es ist schon echt cool, das Fahrzeug wieder fahren zu können. Jedes Steinchen im Radkasten hört man, das ist schon geil.
so direkt wie das Fahrzeug ist. Und wie gesagt, ich fahre im normalen Modus ganz entspannt. Klappe hatte ich jetzt eben schon auf. Habe ich jetzt wieder ausgemacht, weil, ja, ihr wisst ja, dass es sonst Probleme mit dem Ton gibt. Zudem habe ich ja jetzt auch kein externes Mikrofon dran gemacht, weil, Leute, wir haben es 12:30 mittlerweile. Aber es ist schon geil. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare hauen, ob es unter euch Zusehern jetzt auch Verrückte gibt, die genau das gleiche heute gemacht haben. Würde mich ja freuen, wenn es den ein oder anderen ebenfalls Bekloppten bei uns in der Runde gibt. Ach, das ist schon echt fein. Das ist einfach was ganz anderes als Elektrofahren. Es ist einfach so. Macht schon Spaß. Bildwechsel einfach. Aber ich freue mich, dass die Saison wieder anfängt. Obwohl leider Wermutstropfen ständig irgendwo anwesend, denn mein Kalender ist jetzt schon sehr, sehr voll leider. Schauen wir mal, wie aktiv die Saison gefahren werden kann. Muss man einfach so sagen. So Leute, ich würde mal sagen, genug für heute, genug in diesem Video. Wir sehen uns zunächst wieder mit einem ausführlichen Fahrvideo. Ich werde jetzt ganz entspannt die letzten, was sind das, 6-7 Kilometer nach Hause fahren, mich dann schlafen legen. Für euch jedenfalls das Video schneiden. Ja. Gibt es dann auch mal ein längeres Video aus diesem Fahrzeug mit ein bisschen Bolt Action, mit ein bisschen Sound. Jo, so wie ihr es bei mir halt einfach kennt. Das muss man ja auch so sagen. Ich merke auch schon, die Versprecher wären mehr. Ich bin schon ein bisschen müde. Gab in den letzten Tagen wenig Schlaf. So, genug geschnackt. Ich wünsche euch noch einen charmanten Abend. Bis dann, euer Quertreiber. Ciao.